Ja, hallo Netsch, kommt zurück zu BF Gaming. Sonntag hier mit einem etwas anderen Video. Und zwar seht ihr es schon im Titel oder im Thumbnail oder natürlich hier im Gameplay. Und zwar spielen wir Knockout City. Und Ziel des Spiels ist es halt dieses 3 gegen 3. Und zwar müssen wir Leute abwerfen mit so Bällen. Ja? Und wenn man hat zwei Leben, wenn man zweimal getroffen wird, dann ist man eliminiert, kann respawnen. Und wer zuerst 10 Leute eliminiert, der gewinnt eine Runde. Und wer dann zwei Runden gewinnt, gewinnt das ganze Spiel. Ja? Und ich habe mir gedacht, warum nicht? Grüße gehen raus an Tüte, der mir das Spiel gezeigt hat. Hat gesagt, ey, ich soll es mal testen. Und dann denke ich mir so, ja, okay, dann teste ich es halt an. Und dann zeige ich das euch doch auch mal. Weil das ist momentan in der Beta. Ich weiß nicht, wie lange noch. Und guck mal, da haben wir direkt schon mal einen abgeworfen. Dass wir hier Leute abwerfen können natürlich. Und vielleicht sogar gewinnen, das wäre natürlich optimal jetzt so. Guck mal, zack. Ah, ausgeglichen. Arschloch. Ich habe natürlich jetzt gerade hier keinen Ball, ist so ein Problem. Ich weiß nicht, wo ich den anderen hingepfeffert habe. Vorne ist einer. Blue Team takes the lead. Zack. Nehmen wir uns hier direkt mal den Ball. Guck mal, ich bin ein absoluter Noob in dem Spiel. Ja. Das ist natürlich auch gerade erst rausgekommen. Das ist mal alle meine ersten Runden. Zack, nochmal. Zack, dann ein. Ah, ist das easy. Also nicht wundern, wenn ich jetzt hier so ein bisschen eher Shit-Gameplay sehe. Also wenn ihr Shit-Gameplay seht, das ist alles recht neu für mich, ja. Dankeschön. Ich werfe mich natürlich gerne. Oder auch nicht. Man kann nämlich auch vom Teammate geworfen werden. Und das ist richtig stark. Und man sieht nämlich das da. Und dann macht er so eine Bombe. Macht er steht. Zack. Nochmal getroffen. Oh fuck, jetzt hat er mich getroffen. Das Ding ist, wir können noch ausweichen und den Ball fangen. Wir den nämlich. Oh mein Gott. Wenn wir den nämlich fangen, zack! Ah, jetzt hat er ihn gefangen. Wenn wir den nämlich fangen, dann können wir nicht getroffen werden. Wir verlieren auch kein Herz. Und links ist meine Herzen, jetzt bin ich K.O. gegangen. Aber ich habe noch einen Assist bekommen. Und falls euch das gefällt, dann zeigt es gerne mit einer positiven Bewertung in den Kommentaren, wer mehr davon sehen wollt oder eben nicht. Dann können wir hier entweder mal was Neues ausprobieren, mehrere Folgen hiervon bringen. Immer mal wieder natürlich. Oder wir lassen es halt sein. Das müsst ihr in die Kommentare schreiben. Aber ich denke, das ist eigentlich recht amüsant. Den haben wir getroffen. Aua. Oh Gott, ich bin getroffen. Das Ding ist, dass mich abfuckt. Ah, ich bin gewonnen, hier hast du. Ja, dass man so wenig Bälle, also das heißt wenig, dass die halt immer so blöd spawnen, ne? Dass die nie gerade neben einem sind. Okay, jetzt sind wir hier der Ball und jetzt kann er mich, wenn er mich wirft, so, kann ich jetzt auf den Gegner hier springen. Ah! Und dann habe ich ihn K.O. gemacht. Sehr schön. Richtig nice. Das war schön. Ja, wenn er mich wirft, werf ich. Okay, dann. Er hat mich schon geworfen, aber er hat mich nicht aufgeladen. Zack, sie assist. Gegen das natürlich auch. Das Ding ist, wir haben schon wieder keinen Ball. Das ist ein Ich bin ja. Er hat uns zuerst getroffen. Zack, treffen wir ihn. Auf den Ball wieder. Nein! Aber wir haben den Assist bekommen. 7-0 führen wir, Alter. Wir gehen hier wieder richtig. Die Armen, ne? Da ist einer. Zack! Wir haben ihn gefangen. Aber so viel kannst du auch nicht. Ich aber auch nicht, okay. Er meinte mich schon. Ah, nicht! Sicherlich. Naja. Ist auf jeden Fall wirklich ein sehr interessantes Spiel. Ich glaube, wenn man hier ein bisschen mehr Zeit drin verbringt, ja, kann man hier auf jeden Fall richtig krasse
Plays raushauen. Den habe ich von der Map geschmissen. Deswegen macht auf jeden Fall schon ein bisschen Gaudi. Ist nur die Frage, inwiefern es wirklich Langzeit was ist. Den habe ich leider nicht getroffen. Und es fehlt nur noch einer. Ah, jetzt. Easy. Erstes Match haben wir gewonnen. Das ging jetzt relativ schnell. Deswegen würde ich sagen, hänge ich da auf jeden Fall noch ein zweites Match hinten dran für euch, damit ihr auch mal einen besseren Einblick von dem Game bekommt. Wie gesagt, Knockout City ist gerade in der Open Beta. Zum Aufnahmezeitpunkt kommt am 21. Mai heraus, ja? Von EA. Ja? Ja, dann sieht man sich jetzt hier zurück nach einem kleinen kurzen Cut. Ja. Damit natürlich, ich weiß gar nicht, ob es diese Mates gesagt hat. Ja, natürlich jetzt in der zweiten Runde. Bei jeder Runde gibt es auch so einen Special-Ball. Ihr seht, eben hatten wir diesen Mondball und jetzt müssen wir irgendeinen anderen Ball haben. Ich hab's leider vergessen. Team KO. Round 1. Ah, die spawnen hier viel. Zack. Dann haben wir auch sauber getroffen schon, ne? Genau. Ich weiß nicht, wo der Ball ist. Nein, ich bin der Ball. Nein! Nein! Blue Team takes the lead. Ja. Das ist der Gefängnisball. Okay, man kann nämlich, wenn du mit dem Gefängnisball einen abwirfst, wirst du zum Ball und dann kannst du dich nicht mehr bewegen, bis die Zeit abgelaufen ist. Und meistens ist es bis dahin schon zu weh. Oh. Ja, nice. Oh, ist das nervig. Natürlich nicht mehr zurück. Oh, das ist so nervig. Es hat auf jeden Fall auch Aggressionspotenzial, dieses Game. Es ist halt EA, was soll man sagen? Natürlich fängt er nicht an. Ja, na klar, okay. Mit den Bällen. Du kannst auch so einen Wurf antäuschen, das hat nicht Sinn. Wow! Ich hab nicht mal eine Benachrichtigung bekommen, dass mich anvisiert hat, der Wichser. Ja, es ist. Oh. Au. Ja, das geht. Hurend. Ja, okay, okay. Dankeschön, dass ich so viel drücken konnte. Grüße gehen raus an Beno und Tüte. Mit den beiden gespielt, es hat echt Spaß gemacht. Muss ich leider zugeben. Paar ohne ist das echt. Scheiße. Ja, gib mir jetzt mal so einen Effekt. So. Natürlich! Erklär mir das! Oh! Dieses Game! Manchmal echt. Komm, der. Ich hab Fang gedrückt! Ja, danke, Mate. Ja, ich. Ich komm die ganze Zeit in die scheiß Front von diesem scheiß Gegner-Team, Alter. Diese Map ist so scheiße! Oh! Ich hasse die. Jetzt schon. Hier ist kein Ball außerdem, Alter. Ja. Nice. So, ich hab drei. Na klar. Gib mir
Nein, 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 nein! It's all tied up. 7-7. Wir können das noch schaffen, Jungs. Nein, weg damit! Oh, ich bin... Das ist doch ein Idiot! Oh, Idiot! Nein, 8 Points! Nein! Das ist aber... Nein! Oh, das ist aber eine Scheiß-Map! So ein Scheiß! Okay! Okay! Also ich denke, mir reicht es für die heutige Folge. Falls ihr mehr davon sehen wollt, dann schreibt das in die Kommentare. Teilt das Video gerne, gerne, gerne. Das hilft dem Kanal unglaublich weiter, je mehr Leute sich die Videos natürlich angucken. Ansonsten, ja, noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, wenn ihr das Video schaut. Und ich wünsche euch zum Zeitpunkt der Aufnahme frohe Ostern und bis dahin möge die Macht mit euch sein. Oder rein und ciao, Leute!